Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lernstefan natürlich mal wieder und unser ist gestorben, hat einen neuen Cheftrainer. Jetzt ist es ganz offiziell, obwohl man es ja schon vorher ja mehr als erahnen hat können. Roman Melich ist eben jetzt offiziell neuer Coach beim SK Sturm und bekommt einen Vertrag gleich mal bis 2020 präsentiert. Also die PK ist gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Ich habe es zusammen mit meiner Freundin angesehen. Und ja, will da gleich mal eben so meine erste Live-Reaktion darauf euch eben geben und liefern. Und ja, die erste Reaktion meiner Freunde, die war ganz interessant. Die hat nämlich wirklich zu weinen angefangen. ohne Schmäh. Eben bei der Vorstellung von Melich. Also ja, der ein oder andere tut sich da anscheinend sehr, sehr schwer, ihn eben als Sturm-Coach anzuerkennen. Und ja, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, die unser Sturm-Urgestein oder unsere Sturm-Legende da vor sich hat, auf jeden Fall. Ja, Melich Svita, wie gesagt, bis jetzt, schon in einem anderen Video erwähnt, hat er nur bei Wiener Neustadt im Profibereich gearbeitet. Das zugegeben schon erfolgreich, auch wenn es für den Aufstieg dann am Schluss nicht gereicht hat. Aber ja, in der Bundesliga ist er halt noch ein unbeschriebenes Blatt. Ansonsten ORF-Experte, lang jetzt gewesen eben, also auch in Restösterreich kein Unbekannter. Und eben bei der Vorstellung, ja, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also ich selber hätte jetzt Melich auch nicht unbedingt präferiert als jetzt ersten Wunschkandidaten nach der Verabschiedung von Heiko Vogel. Einfach weil ich mir da schon gedacht habe, in der jetzigen Situation ist es einfach ein sehr großes Risiko. Wenn wir es positiv formulieren wollen, können wir sagen, der Verein ist sehr mutig in der Richtung. Aber wenn es nach hinten losgeht, ja, dann möchte ich auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken an dieser Stelle. Und ja, gut, zu Melich selber, wie gesagt, Sympathien, ist immer so eine eigene Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es eigentlich jetzt wirklich ziemlich egal, ob er jetzt sympathisch rüberkommt. Ich finde auch, es sollte jetzt nicht unbedingt die größte Rolle spielen, wie er jetzt aussieht oder wie er auftritt. Natürlich sind das Sachen, klar, repräsentierst du den Verein nach außen, aber andererseits, ja, es gab schon unsympathischere Trainer bei Sturm, die dann aber auch erfolgreich waren. Also, ja, muss man dann einfach mal arbeiten lassen, würde ich behaupten. Also Melich, wenn ich was Positives eben herausstellen möchte an der PK, dann ist es ja, dass Melich zumindest gesagt hat, okay, er muss die Ergebnisse bringen, so oder so. Es darf auf jeden Fall keine Rolle spielen, auch ob er jetzt wirklich eine Sturmlegende ist. Ist klar, als Spieler hat, glaube ich, jeder Roman Melich geliebt, der ein schwarz-weißes Herz hat, aber das darf alles keine Rolle mehr spielen. Es geht jetzt eben in einer sehr, sehr kritischen Phase für den Verein. Man ist auf Platz 7 in der Tabelle, dass man da einfach schaut, dass man die Siege einfährt, dass man wieder das Erfolgserlebnis feiert. Und mir persönlich ist es komplett egal, wer dann auf der Bank ist, solange die Leistung am Feld passt und die Ergebnisse natürlich auch. Daran wird er gemessen werden und um das geht es im Endeffekt dann auch, ja, wie es dann in dieser Saison läuft. Noch ein Statement von ihm, okay, das erste Spiel, das will er unbedingt gewinnen, also da gab es keine weiteren Zukunftsprognosen, keine großartigeren. Mal schauen, ist vielleicht gar nicht so blöd von der Taktik, denn einfach arbeiten lassen, er soll einfach liefern, und ich finde, wie gesagt, er war nicht mein Wunschkandidat, ich hätte da eher so einen in Richtung Ernst Baumeister lieber gehabt, aber er ist jetzt da, man muss es akzeptieren und er soll eine faire Chance bekommen, denn wer weiß eben, was da dann wirklich ja bei den Gesprächen da abgelaufen ist. Okay, Christian Jauch hat beispielsweise davon gesprochen, ja, dass er eben bei seiner Vorstellung schon die Verantwortlichen emotional gepackt hat. Ist natürlich nichts Schlechtes, aber ich hätte mir eher gewünscht ein Statement wie, ja, er hat uns fachlich dermaßen überzeugt mit all seiner Kompetenz, dass wir gar nicht anders konnten, als ihn zu verpflichten. Also sowas in der Richtung hätte ich mir persönlich eher gewünscht, okay, er wird schon seine fachlichen Kompetenzen haben, aber eben unerfahren. Mal schauen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Ich hoffe natürlich zum Wohle des Vereins, dass das Ganze funktioniert und dass es vielleicht doch ein Glücksgriff war. Also alles im Vorhinein verteufeln ist der falsche Weg, aber klar wird das Ganze sehr kritisch beäugt. Und ich hoffe auch eben im Sinne von Sturm, dass Roman Melich jetzt die Zeit bekommt eben. Der Vertrag bis 2020 ist ja recht aussagekräftig, also man scheint schon überzeugt von ihm zu sein. Und ja, einfach mal schauen, was er so von der Leistung her bringt oder was er der Mannschaft vermitteln kann. Und ja, wenn die Jungs am Feld performen, dann ist alles halb so wild.
oder in Butter, wie man so schön sagt. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was sagt ihr zum neuen Trainer? Ist Roman Mehlig der richtige Mann oder hat sich der Verein da wirklich selber ins Bein geschossen? Ich bin gerne auf eure Meinungen gespannt und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.